Flasche. Ganz schön anstrengend. Keine Panik, Olli. Ich hab dich ja. Ja, das sagst du so einfach. Weißt du, Olli, ich glaube, du bist noch nicht fit für die Berge. Hey, Moment mal. Nicht fit genug? Ich bin Oskar Leopold, immergrün. Und ich werde ganz sicher zu den Steinböcken hochklettern. Nur mit diesen Muskelpaketen hier. Fühl doch mal. Naja. Okay, lass mich bitte mal ganz runter. Ja, danke. Olli, das mit dem Klettern, überleg dir das noch mal. Dir fehlt Übung und Kraft. Pappelapapp, ich bin fit wie ein Turnschuh. Ehrlich, sag ich dir. Wirst schon sehen, ich werd's schaffen und die Könige der Alpen besuchen. Unbelehrbar wie immer. Aber weißt du, dann nimm wenigstens das Sicherungsseil mit. Okay, mach ich. Oh, danke dir und vielen Dank für den Kletterkurs. Mach's gut. Mach's gut. Toi, toi, toi. Hoch mit dem Klettergurt. Ging ja einfacher, als ich dachte. Na dann mal, rauf. Tja, uiuiui, ganz schön hoch da. Oh, Mist, ich hab mein rotes Sicherungsseil vergessen. Egal, ich schaff das auch ohne. Gar kein Problem. Uiuiui. Ganz schön ansteigend, aber egal. Hey, ihr Steinböcke da oben, stellt schon mal die Waldwasserbrause kalt. Ich komme! Tja, oder auch nicht. Wann geht das runter? Und da geht's hoch. Ich gehe keinen Schritt mehr hoch. Da muss ich wieder... Nee, da gehe ich nicht mehr runter. Was mache ich denn? Ich rufe die Bergrettung. Hallo? Ja, ist da die Bergrettung? Hier ist Olli und ich hänge in der Steilwand fest. Komm weder hoch noch runter. Ihr kommt und holt mich runter. Das ist super nett. Danke, ja, dann bleib ich hier. Nein, ich fall nicht runter. Nein. Okay. Oh je. Ein Glück, dass ich mich wenigstens hier festhalten kann. Na, Olli, alles okay? Geht so. Danke fürs schnelle Kommen. Ich zieh dich hoch. Jetzt hochziehen. Mann, ihr seid echt klasse. Ja. Sind wir jetzt oben? Ja. Ah, super. Oh, danke. Olli, tut dir irgendwas weh? Ja, irgendwas schon, aber ich weiß nicht genau was. Tut dir die Hand weh? Ja. Und dieser? Ja. Und der Bauch? Ja, der kitzelt noch mehr. So, ihr seid also hier von der Jugendbergrettung. Hm? Dann seid ihr meine Lebensretter. Was tust du eigentlich hier in den Bergen? Ich will zu den Steinböcken. Ja, da musst du den Markus fragen. Markus, wer ist das denn? Das ist unser Ranger. Und der kennt sich mit Steinböcken aus? Ja, sehr gut. Aha, nur wie komme ich denn da jetzt hin? Ich meine, so mit meinen Verletzungen hier. Wir tragen dich. Echt super. Olli, jetzt kannst du allein weitergehen. Wenn du da hochgehst, triffst du den Markus. Super. Hey, ihr. Vielen Dank euch allen. Ihr wart echt meine Lebensretter und ich verspreche euch, ich kletter nie wieder alleine in den Alpen.
Na gut, dann gehe ich jetzt mal zu Markus. Macht's gut. Tschüss. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, ich bin Markus. Oh, du, ich bin Olli. Und die Kinder von der Rettungsstaffel, die haben mich hierher geschickt, weil die haben gesagt, du würdest dich mit Steinböcken auskennen. Und da sind ja schon welche. Du, sag mal, ich glaube, abgesehen von mir sind die Steinböcke wohl die wahren Kletterkünstler der Alpen, oder? Ja, genau so ist es. Und wir haben momentan das Glück, vor uns hautnah Steinböcke live zu erleben. Mhm. Und die Steinböcke sind ja wirklich wahre Kletterkünstler. Wenn du da hinüberschaust, da wo die sich fortbewegen, da kommen wir ja mit zwei Beinen gar nicht mehr hin. Mm-mm. Und wie machen sie das überhaupt? Na ja, sie haben einen harten klauen Rand und dahinter ist aber ein weicher Haftballen. Und somit können sie sich wunderbar in diesem felsigen Gelände fortbewegen. Darf ich mal durch dein Fernglas schauen? Ja, aber gerne. Schau mal rauf. Da oben ist überhaupt ganz ein alter Steinbock. Der ist mit Sicherheit schon 10, 12 Jahre alt. Das erkennst du an den Hörnern? Genau, an den mächtigen Hörnern. Brauchen die Hörner eigentlich, um sich gegen Feinde zu verteidigen? Ja, die Hörner natürlich, insbesondere bei den Steinböcken, symbolisieren natürlich auch die Rangordnung. Gell? Und was auch noch interessant ist, anhand der Hörner kann man auch wunderbar das Alter der Steinböcke bestimmen. Wie das denn? Naja, wenn man das sich genauer ansieht, das Horn, so bilden sich vorne die sogenannten Schmuckwülste und hinterhalb die Jahresschübe. Und pro Jahr bilden sich zwei solcher Schmuckwülste. Und wenn man das beobachtet, kann man ganz gut die Jahresringe dann auch abzählen. Ah, ist ja interessant. Du, wie hoch sind wir hier überhaupt, Markus? Wir sind momentan hier auf etwa 2400 Meter Seehöhe. Uiuiui, du, ich merk's schon, die Luft ist dünner. Ich muss ganz schön Luft holen. Aber es geht gerade noch. Schau mal da, da kommt einer um die Ecke. Und noch einer. Ja, das ist typisch unser Steinbockrudel. Wir haben hier herum in dem Bereich in etwa 30 Steinböcke, alle Altersklassen sozusagen versteckt. Und da sind wir natürlich auch ganz besonders stolz, dass wir diese edle Tierart bei uns im Nationalpark heute dauernd so nah beobachten können. Markus, kann ich dein Fernglas noch mal haben? Ja, aber gerne, bitte. Was ist denn das Weiße dort hinten, Markus? Das ist unser Gletscher. Gletscher? Was ist ein Gletscher? Kann ich das mal sehen? Können wir da mal näher ran? Lass uns ein bisschen näher hingehen, dann werde ich dir erzählen, was ein Gletscher ist. Hey, super, los! Ah, das ist jetzt also der Gletscher dort hinten. Jawohl, das da vor uns ist der größte Talgletscher der Ostalpen, die Basterze. Was ist eigentlich ein Gletscher? Aus was besteht denn der? Gletscher ist im Prinzip nichts anderes als gefrorenes Wasser. Ja? Und der Gletscher ist aber auch ganz wichtig für unseren Wasserhaushalt, weil du darfst eines nicht vergessen, der Großteil unserer Trinkwasserreserven ist ja in den Gletschermassen sozusagen verborgen. Hey, du! Schau mal da, da sind ja noch welche Steinböcke. Komm, wir gehen noch mal zu den Steinböcken. Ach ja, jetzt lass uns weitergehen. Ja. Steinböcke waren ja ausgerottet. Warum eigentlich? Naja, man hat aus sämtlichen seiner Körperteile wunderheilsame Kräfte, wunderheilsame Mittel erzeugt. Ganz egal, ob das die Hörner waren, die man zerrieben hat, wo man eine Salbe produziert hat. Ganz egal, ob das das Fell war. Ob das die Hoden waren. Ja, sogar aus dem Herzen hat man damals eine knorblartige, kreuzartige Verbindung herausgeschnitten. Das hat man sich als Halsband umgehängt. Das sollte einen sozusagen unsterblich machen. Es gab damals ja eine eigene Steinwildapotheke. Und somit natürlich war der Steinwild zum Aussterben verurteilt. Mhm. Ja, und wie kommt es, dass er heute wieder hier ist? Ja, und wir haben dann begonnen, hier bei uns das Steinwild in den 60er Jahren wieder anzusiedeln. Und heute, so meine ich, können wir durchaus auch mit Stolz sagen, dass wir hier in diesem Bereich an die 300 Stück Steinwild, also männliche, die Steinböcke, die weiblichen, die Steingeißen und die Jungen, die Steinkitze haben. Mhm. Du Markus, was fressen Steinböcke eigentlich?
Naja, die Steinböcke, wie du da vorne siehst, ernähren sich von den alpinen Pflanzen, von den alpinen Kräutern. Und so können sie sich auch den notwendigen Fettanteil aufbauen, den sie in weiterer Folge für die extrem harten Wintermonate benötigen. Gibt es denn überhaupt Feinde für die Steinböcke? Die Steinböcke haben hier heroben an und für sich keine natürlichen Feinde. Das Einzige, was eben schon vorkommt, aufgrund des extremen Winters, dass sie irgendwo abstürzen, dass das eine oder andere Stück unter die Lawine kommt. Und so natürlich kommt es dann schon auch zu Ausfällen beim Steinwild. Mhm. Du hast gerade gesagt, hier in der Region, da hinten ist ja ein Riesenberg. Was ist denn das für einer? Ja, das da hinten ist der höchste Berg Österreichs, der Gipfel des Großglockners. Momentan ist er leider in den Wolken drinnen, aber ich denke, er wird sich heute noch zeigen. Es gibt ja auch so einen netten Spruch in Form der Wolkenformationen, wo man sagen kann, hat der Glockner einen Hut, dann wird das Wetter gut. Ah. Hat der Glockner einen Säbel, wenn er so durchzogen ist, dann wird das Wetter miserabel. Mhm. Und hat der Glockner einen Kragen, dann kannst du den Aufstieg wagen. Ah. Wie das momentan zu interpretieren ist, lieber Olli, das überlasse ich ganz dir. Ich würde es mal so sagen, hat der Markus einen Hut, wird das Wetter hoffentlich gut. Du, vorhin war es ja gut, als ich geklettert bin, aber irgendwie scheint sich das Wetter hier in den Bergen schnell zu ändern. Ist das so? Ja, in dieser Höhenlage im alpinen Bereich ändert sich das Wetter natürlich sehr schnell und häufig. Und so ist es auch momentan etwas zugezogen. Aber ich bin doch voller Zuversicht, dass wir, wie gesagt, auch heute noch den Gipfel des Großglockners sehen werden. Ich gehe jetzt mal lieber los, bevor ich dann auch noch abstürze. Das habe ich ja heute schon hinter mir. Du, Markus, vielen Dank für diesen super tollen Nachmittag. Und behalt bloß deinen Hut auf, damit das Wetter gut wird, ne? Also, ich werde mich zusammenreißen. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag und vielleicht sehen wir uns wieder mal im Nationalpark Hohe Tauern. Gerne, mach's gut! Oh je. Oh, jetzt alles wieder runter. Den ganzen Weg runter. Und runter soll's ja schwerer sein als hoch. Hey, Moment. Was ist das für ein Geräusch? Ich gehe dem Geräusch mal nach. Ich glaube, das kommt von da. Das Geräusch kommt näher. Gibt's ja gar nicht. Da ist eine Seilbahn. Ich brauch gar nicht runterklettern. Ich kann fahren. Tja. Von wegen runter geht's schwerer als hoch. Ach, ist das wunderbar hier in dieser Gondel. Und die Aussicht erstmal. Und das Klettern überlasse ich mal besser den Steinböcken. Die können das viel, viel besser als ich. Wo war jetzt nochmal der Großglockner? Ich glaube da. Irgendwo da hinten, ja.